Schönen guten Morgen, Leute. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was macht der Herbie voll bepackt mit seinem großen Rucksack auf der anderen Seite, dem kleinen, hier auf dem Grundstück von Lajos. Aber Lajos und seine Frau Wie gehen heute mit mir auf Tour. Wir haben nur eine Übernachtung und die beiden haben gepackt, als blieben wir 3 Wochen weg. So, Lajos, wo geht es hin? Erstmal nach Dayang. Das ist hier die Provinzhauptstadt Phetchaburi. Und da müssen wir den Rasenmäher weg zur Reparatur bringen. Kaputt. Ja, Inspektion. Inspektion. Und dann gehen wir schön Partei essen im typischen Lokal da in Tag. Laut meinem Drehbuch sind wir eine halbe Stunde zu spät. Aha. Also wir haben mit Herbie ausgemacht, um 9 Uhr Treffpunkt, 9:30 losfahren. Herbie war um 8 da und wir haben jetzt 9:15. Also. Ach so. So, hier wird der Rasenmäher repariert. Die Werkstatt unseres Vertrauens. Gut gemacht. So, Montag soll das gute Stück dann fertig sein. Es geht zum Essen. Chinesisches Tempelchen. Sieht fast aus wie eine Fußgängerzone hier. Und da sitzen die beiden schon. Bestellen hier ein paar Thai Lu, ist das okay? Ja, okay. Hast du schon bestellt? Weil Gong und Thalee isst du nicht. Nee. Gut, also genau. Paar Thai Mu. Ausnahmsweise alles richtig gemacht. Super. Kann ich mir nicht verkneifen. Gesund. So, wir sind in Taiyang. Und du sagtest gerade, ist der alte Stadtteil, ne? Ist der alte Stadtteil, ja. Dieses Lokal gibt es seit 1896 oder 97. Das ist schon ganz alt. Ist im Familienbesitz seitdem. Hat zumindest die eine erzählt. Ob stimmt, weiß ich nicht. Aber man soll davon ausgehen, dass es stimmt. Na ja, sieht ja auch alles ein bisschen antik aus hier. Vorspeise. Leberkram. Was ist das? Pfannkuchen? Tongmuan, frische Tongmuan. Also. Mit Kokonuss, ja. Oh, heiß. Sieht aus wie ein Wurm. Soll ich mal probieren oder lasse ich die Finger davon? Partei und Lauch haut sich schon nochmal extra Chili drauf. Das ist lecker, das Chili hier ist gut, machen die selber. Einmal Partei. Guten Appetit. Kaupat. Kaupat? Ja, nicht Partei. Hat noch böse Enden mit mir, Leute. Wir schleichen mal wieder überall einfach rein. Scheint eine Farm zu sein oder Restaurant. Lajos ist voll zum Treppensteigen. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Kleiner Fluss, kleiner See. Na, eher ein Fluss. Die Brücke ist eingestürzt. Brücke. Hängt total durch die Brücke. Und mit den beiden Restaurants hat sich auch erledigt. Beide geschlossen. Ja, Lajos, besser verpasst immer. Macht nichts. Danke nochmal für die Einladung, glaube ich, dass du das Essen übernommen hast. Vielen herzlichen Dank, hat lecker geschmeckt. Nichts zu danken. Thank you.
PC und Zigarettenpause, ne? Ja. Wir wissen, ungesund. So, Ankunft in Don Hoylot. Richtig? Richtig. Und den Rest erklärt euch jetzt meine charmante Reiseleiterin. Was soll ich sagen? Don Hoylot. Ja, was gibt's hier? Was gibt hier? Hier gibt es See in Samusongkram, sogenannter See. Und wenn Wasser weggehen, dann kannst du Muscheln sammeln. Hallo. Let's have a look. Momentan ist gerade Ebbe, also. Ja, die fährt da schon Muscheln sammeln. Fährt sie da schon. Die Thais beim Picknick haben da Spaß. Hähnchen und so weiter haben sie drauf. Und wir sind hier am Strand. Sieht irgendwie ein bisschen schlickig aus alles. Und die holen ja Muscheln raus, ne? Ja, da guck. Da hinten werden Muscheln irgendwie rausgeholt. Da kommen viele Bootchen da. Und auch dort hinten draußen auch. Und die machen so Kanäle hier oder baggern hier rum, ne? Die krabbeln nur in der Erde rum und holen das Zeug raus. Das ist ja fast wie die Nordsee, wieder Wattwanderung fast also, im Prinzip. Du musst man auf diese Sand da mit Finger drücken und dann wird ein Loch. Kleiner und dann gehst du rein mit wie eine weiße Mehl irgendwas. Ich weiß nicht, wie heißt das in Deutsch. Auf dem Heustäbchen und da rein, da geht eine Muschel aus. Freitagmittag gegen 12 Uhr. So langsam geht der inländische Reiseverkehr los. Sanuk Mike. Also schon ziemlich ein bisschen was los hier, ne? Ziemlich ein bisschen, war mal wieder klasse, Herbie. Du erzählst mal viel Unsinn, würde ich sagen. Überall die Matten. Und angenehm. Schattig. Bisschen Wind. Passt mal wieder. Da habt ihr alles auf einen Blick, Leute. Irgendwelche Vögel. Muscheln und Don Hoylot. Was hat? Das sind die Muscheln, die sie hier fangen. Das sind die Muscheln. Die sind so lang. So lang. Schmal und lang. Schmal, lang. Gibt es auch nur hier, also in der Gegend. Ich glaube, bis nach Samut Sakhorn noch ein Stück, aber ansonsten nur hier in dieser Bucht. Aber müssen essbar sein, sonst würden sie nicht rausbuddeln. Auf geht's, das Abenteuer ruft. Da überall Fußspuren und in dem Schlick sind dann auch die Muscheln drin. Und teilweise werden sie mit den Booten auch rausgefangen. Also ist kein Holz, sind Betonbohlen. Allerdings voller Schlick und ich lag bald schon auf der Nase. Wahrscheinlich ein Turbomotor. Weniger schön der ganze Plastik. Keiner meldet sich freiwillig, um da mal ein paar Muscheln auszubuddeln. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich halte die Kamera, wenn du das machen willst, kein Problem. Ich denke mal drüber nach. Ja, und eine Frucht, ich sag, die wachsen nur im Meer und die Wie sagt nein. Nein, im Marsch, am Fluss auch, am Flussgelände, im Marsch, ja. Doch, letzte kann Woche bist du im Matsch stecken geblieben. Ja, aber das war das Auto, nicht die Pflanze. Aber auch Marsch. Matten können gemietet werden. Ich habe vorsichtshalber mal Anker geworfen. Sir Francis Drake war auch mal hier. Ich habe nichts, Doggy. Betreten verboten. Seltsam, hier darf man rein. Meine Mitreisenden haben sich wieder abgesetzt, ohne sich abzumelden. Rot oder grün? Keine Ahnung. Wer sagt die Farbe? Grün. Grün. Yeah.
Farang dem Zekiao. Thailändische Eiscreme? Ja. Eiswaffen. Mal mir Hand, Dobby. Das ist ein richtiger Eiscreme. Eiscreme. Er gab auf. Und wir nahmen die Billigvariante. Easy Bad. Ja. Bad Bang. Wir sind mal wieder an der Tempelanlage hier. Und hier diese großen Gebäude sind eigentlich nichts Besonderes. Aber hier soll es einen Tempel geben, der mit Muscheln verkleidet ist. Ne? Ja, das ist der kleine da hinten. Alles mit Muscheln verziert. Ich glaube, die komplette Innenbemalung ist keine Malung, sondern sind einzelne Muscheln, die dann separat wie Mosaik zusammengesetzt wurden. Wenn die mit den Lautsprechern loslegen, dann gute Nacht. Bereits an der Pforte seht ihr überall diese Einlegearbeiten mit den Muscheln. Hier wird das mit Plastik verkleidet und das ist der komplette Innenbereich auch mit Muscheln. Seht euch das an, die kleinen Kätzchen, die sehen aber auch sehr verhungert aus. Ja, mir war das natürlich mal wieder entfallen. Das heißt Perlmutt, woraus diese Ornamente gefertigt sind. So, 13 Uhr und wir checken schon mal im Hotel ein. Bei mir geht das schnell, hab ja nicht viel. My Garden Service Hotel Apartment. Und die beiden, die haben wohl einiges mehr. Wo ist euer Koffer? Schweren Sachen bleiben wie immer an den Männern hängen. Typisch, ne? Gesund. Kaffee am Morgen ist kostenlos. Übrigens sind wir kostet 600 Baht die Nacht. So werden Anmeldeformulare ausgefüllt. Man macht überall einen Strich und unterschreibt das Ganze und dann fertig. Fertig, wie? Ja, und dann fertig. Gute Idee. So, Zeiger Schwarzer Zimmer. Ein Standard. Kühlschrank und Kleiderschrank. Sesselchen. Großes Bett. Meine Raucherecke. So, deswegen Gartenhotel, zwar nur ein kleiner Garten, aber wir haben den Garten. Ne, Lajos? Ja, ist klein, aber fein, ist sauber, günstig, ja, passt. Liegt zentral, du bist ruckzuck überall. Können wir heute und Abend alles zu Fuß machen? Ja, zu Fuß nicht, dafür ist es doch ein bisschen zu warm, aber sonst ist es schön. Ja, ich mache mal mit dem Video Schluss. Ich weiß auch nicht genau, wo es jetzt noch hingeht, sonst wird das alles so lang. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.